So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Freitag, den 12. November 2021. Gemeinsam mit Marc, jetzt wollen wir hier uns wieder einen Blick auf die Märkte gönnen und ja, die aktuelle Situation einordnen, wo wir stehen. DAX nichts Neues, Equities so ein bisschen unspektakulär, ehrlich gesagt, was wir da zu sehen bekommen. Also Equities, US-Equities an dieser Stelle ganz besonders. Da bin ich so ein bisschen ja, aktuell auf der Suche tatsächlich nach potenziellen Plays für den heutigen Tag. Wir haben nochmal geguckt, ob es dort irgendwelche substanziellen Niveaus gab oder Stärke entsprechend, die sich dort infolge eines Earnings Plays zum Beispiel abgezeichnet haben. Bin ich jetzt nicht so wirklich fündig geworden, ehrlich gesagt. Das heißt nicht, dass sich da noch in den kommenden Stunden was ergeben könnte, ergeben wird mit Sicherheit auch, aber nichtsdestotrotz ist alles so ein bisschen, dünnt so ein bisschen aus aktuell. Und eventuell müssen wir tatsächlich auf die nächste Woche warten für deutlich Signale. Bin ein bisschen enttäuscht, so möchte ich es mal formulieren, von der Performance, die wir in Gold zu sehen bekommen, beziehungsweise in Edelmetallen generell. Wobei enttäuscht ist wahrscheinlich an der Stelle ein bisschen deplatziert. Einfach deswegen, weil die aktuelle Stärke im US-Dollar, die sich abzeichnet, Stichwort Ausweitung Zinsdifferenzial, besonders gegenüber dem Euro, sorgt eben dafür, dass der US-Dollar einen aktuellen ziemlich starken Lauf zu sehen bekommt. Wir konsolidieren sehr deutlich unterhalb der 1,15. Sieht auch nicht danach aus, als wenn wir schon fertig sind. Wir werden gleich mal einen Blick auf den US-Dollar-Index werfen in dem Zusammenhang. Und der hält Gold bzw. Silber, ganz besonders Gold, aber durch die negative Korrelation des US-Dollars zu Gold zurück. Also sprich, wenn der eine steigt, sollte der andere eigentlich fallen. Umso stärker die Performance, die Gold gerade nach dem Breakout eben zeigt. Aber nichtsdestotrotz, es wäre schon schön, wenn da ein bisschen mehr Momentum eben tatsächlich auf die Kette kommt und in dem Zusammenhang vielleicht sogar neue Wochenhochs dann markiert werden. Dafür wäre es allerdings für Gold nötig, dass wir die 1870 eben auf der Oberseite rausnehmen. Mal schauen, vielleicht verändert sich das noch im Laufe der folgenden Handelsstunden. Wir haben gemeinhin bekannt eigentlich einen saisonal günstigen Tag mit Freitag, das Wochenende, was vor der Nase wir haben. Saisonal hat sich über die letzten, ich glaube, 20, 25 Jahre herauskristallisiert, dass eben der Freitag rein statistisch betrachtet ein eher starker Tag für Gold war. Zeichnet sich derzeit noch nicht ab, aber mal gucken. Vielleicht wird es ja noch was. Heute Nachmittag Joels Job Openings an dieser Stelle, das heißt Job Vacancies, das heißt also offene Stellen, die ausgeschrieben sind. Da werfen wir mal einen Blick drauf an dieser Stelle. Könnte durchaus sein, dass das ein Treiber sein könnte. Warum, wieso, weshalb? Dazu gleich dann mehr. Ja, also wir haben auf jeden Fall dennoch, trotz des aktuell so ein bisschen dünnen Modus, den wir vorfinden und der unspektakulären Price Action, haben wir dennoch einiges zum Abarbeiten und das werden wir natürlich entsprechend durchgehen. Bevor wir starten, ganz offiziell hier der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren, sind nicht für jeden Anleger geeignet. Infolgedessen stellt man sich zunächst einmal die Frage, was ist mein persönliches Risikoprofil? Dann, ausgehend hiervon, beginne man mit einem Demo, markets.com/de. Findet man nicht nur den vollständigen Risikohinweis, selbstverständlich, sondern eben auch die Möglichkeit, sich ein Demo runterzuladen. MarketsX Handelsplattform, die wir auch hier im Morning Meeting gleich nutzen und dann eben den Handel zu testen. Sofern man dann feststellt, ja, das passt für mich und das ist auch mit meinem Risikoprofil vereinbar, ist dann der Weg zum Live-Konto ebenfalls dort natürlich möglich. Über CFDs, FX-Produkte hinaus natürlich die Möglichkeit, physische Aktien zu traden, auch beispielsweise ETFs zu traden. Das heißt, es gibt auch sogenannte Invest-Lösungen in dem Kontext, das Stichwort Multi-Asset Brokerage. Und für weitere Fragen gerne Elena eine E-Mail schreiben. Sollten Fragen zu den Märkten sein, jederzeit gerne die Möglichkeit hier während des Livestreams nutzen, die Fragen zu stellen, beziehungsweise unterhalb dieses Videos sollte sich der ein oder andere die Aufzeichnung bei YouTube anschauen. Darüber hinaus kontaktiert mich gerne bei Twitter, schickt mir gerne eine Mail, jklat@jk-trading.com. Was haben wir noch? Webseite haben wir noch, jk-trading.com/forum. Da gibt es eine Trading-Chatbox, wo ihr mir Fragen stellen könnt, beziehungsweise euch auch mit gleichgesinnten Tradern natürlich austauschen könnt. Jederzeit, Horizont, jeder Asset-Klasse, alles herzlich willkommen. Discord-Community gibt es auch noch eine Möglichkeit. Ja, also Links dazu unterhalb dieses Videos zu finden, wenn die Aufzeichnung euch anschaut, beziehungsweise gleich im Laufe des Streams. Stelle ich die noch in die Chatbox und zack, jetzt schauen wir einfach mal hier rüber auf die. Auf den DAX an dieser Stelle, der sich weiterhin unspektakulär präsentiert. Ich habe hier oben mal so ein bisschen den Chart angepasst, mal ein paar Linien rausgenommen, beziehungsweise in dem Zusammenhang mal die Schlüsselregion auf der Unterseite jedenfalls hier herausgestellt. Das ist jetzt ein bisschen nach oben gerückt. Tatsächlich, das ist der 16.000er Bereich, der hier im Mittelpunkt des Geschehens eben tatsächlich sich zeigt. Mit Bruch unter dieses Level wäre eine tiefere Korrektur denkbar. Wenn wir uns hier den Chart ein bisschen zusammenstauchen, dann sehen wir als nächstes potenziell anzusehen, wir sehen das Kursziel, wahrscheinlich der Bereich so um 15.800 Punkte, roundabout. Das setzt allerdings voraus, dass wir in diesem Zusammenhang auch seitens der US-Märkte entsprechende Impulse zu sehen bekommen. Die betrachten oder die
präsentieren sich alles in allem erstmal weiter jedenfalls unspektakulär. Ich hatte gestern schon gesagt, und das hat sich auch tatsächlich noch in der Perspektive nicht groß geändert. Ich bin überrascht, wie stark die Equity-Märkte, besonders seitens der USA, sich nach diesem kurzen, ich nenne es mal Flashout am Mittwoch präsentiert haben, als die Inflationszahlen, die US-Inflationszahlen auf einem 31-Jahres-Hoch year on year veröffentlicht worden sind mit 6,2%. Wir haben einen Spike in Zinsen gesehen, wir sehen auch eine Konsolidierung leicht unterhalb von 1,6%, aber deutlich oberhalb der bis dahin ausgebildeten Wochentiefs. Ich glaube um 1,44%, können wir gleich nochmal einen Blick drauf werfen. Das ist nicht wirklich aussagekräftig, aber nichtsdestotrotz. Kurzfristig spielt es dahingehend eine Rolle, dass es eben Reallokation, besonders in den Jahresschluss hinein, nach sich zieht und vielleicht auch noch weiter befeuert, denn man muss sich natürlich an der Stelle auch die Frage stellen, was bringt das Jahr 2022. Also das heißt, das steht jetzt vor der Tür. Wir sind ja in den letzten Zügen des Jahres 2021. Das bedeutet etwas anders formuliert. Portfolio Manager, die werden natürlich ihre Portfolios ausrichten müssen mit der Erwartungshaltung für die kommenden 12 Monate. Und insofern besonders der anziehende Inflation oder der sich weiter aufbauende Inflationsdruck, der führt natürlich dann dazu, also infolgedessen auch Zinsen, eher ansteigen sollten. Also das bedeutet etwas anders formuliert, dass dann eventuell auch im beispielsweise Growth-Bereich der ein oder andere selektiver vorgeht, die wirklich nur stärksten Growth-Titel, Wachstumstitel eben dann in sein Portfolio aufnimmt, beziehungsweise dann vielleicht sogar einen Switch begünstigt, der uns in Richtung der Value-Titel, also das heißt klassische Dividendentitel beispielsweise eben, dass da ein Fokus hin gerichtet wird, geschiftet wird. Und das ist durchaus eine Entwicklung, die man nicht unterschätzen sollte, die in den Jahresschluss hinein vielleicht nochmal eine Rolle beginnt zu spielen, die vielleicht auch so ein bisschen das bullische Potenzial cappt. Ich muss allerdings trotzdem sagen, die, wie gesagt, auch Reaktion auf die Inflationszahlen jetzt selbst und dass das sich erholen, auch die Ruhe, beziehungsweise wenn wir uns mal hier im Zusammenhang mit dem DAX das anschauen, mit welcher man dort dem entgegentrat. Also wir sahen hier, das war am 10., also Mittwoch, Inflationszahlen, als sie veröffentlicht worden sind, 14.30 Uhr, also hier bei der US-Handel, da kam der kurze bullische Drive und dann haben wir eben so ein Überrollen gesehen, weil die Zinsen begannen in den Abend hinein, in der zweiten Tageshälfte, entsprechend bullisches Momentum aufzunehmen, anzuziehen und dann mit Abgabedruck, die sich vom Nasdaq dann über den S&P auf den DAX begann auch wieder zu spiegeln, kam es eben zu dieser Attacke auf die 16.000er Marke, eben auf diesen Supportbereich hier, auf diese grünfarbene Linie dort und die konnte eben verteidigt werden und nicht nur das, sondern wir haben stattdessen eben hier einen Push auf neue Allzeithochs, auch wenn nur marginal, aber nichtsdestotrotz auf neue Allzeithochs zu sehen bekommen und wir können uns in diesem Bereich konsolidieren präsentieren und auch der Abgabedruck in den US-Märkten hat sich nicht gezeigt. Das ist durchaus ein potenzielles Zeichen relativer Stärke, was sich hier abzeichnet und das ist durchaus etwas, was vielleicht dann sogar die Möglichkeit offenbart oder beziehungsweise die Tür öffnet für eine Squeeze-Bewegung auf der Oberseite, die uns über 16.100 Punkte mindestens bis 16.2 vielleicht sogar höher führen könnte, sofern es denn dann zu einem Break kommt über die gestrigen Tageshochs. Also hier waren die gestrigen Tageshochs, das ist der Übernachthandel. Asiatisch sehr dünn, dass diese Hochs, das hat sich halt nicht nachhaltig herausgestellt. Aber diese Region hier, also wenn wir den Teil jetzt mal ausschneiden, den Übernachthandel, dieser Bereich hier um 16.120, der ist dann für die kommenden Stunden potenziell ein signifikantes Level, denn oberhalb dieses Niveaus dürfte man durchaus davon ausgehen, dass entsprechend eventuell diese Absicherungsgeschäfte ein Thema werden. Nächste Woche ist der kleine Verfall. Ich will das nochmal ganz kurz hier zeigen. Das ist das Verfallstag-Diagramm und das ist der Bereich, der jetzt gerade dort herausragt. Also das höchste Open Interest geschriebener Calls, das ist hier dieser blaue Balken, das ist eben genau das Level, welches dort jetzt im Mittelpunkt des Geschehens eben tatsächlich steht und wo wir dann eben mit Bruch höher entsprechend eben diesen Trigger-Moment haben, wo die Absicherungsgeschäfte einsetzen und wo dann die Squeeze auf den Weg gebracht würde potenziell, die uns eben wie gesagt in Richtung 16.2 zunächst einmal führen dürfte. Und das ist das, was eben dann auch in den Folgestunden jetzt potenziell auf jeden Fall ein Thema sein wird. Wir blicken mal kurz auf den S&P. Wie gesagt, der kann sich nicht ganz erholen von den Abschlägen, die wir hier zu sehen bekommen haben am Mittwoch. Also wir sehen, wir kommen aus Gefilden um 4,7 roundabout. Hier oben links, das ist ein 5-Minuten-Chart. So, diese Trendlinie, die ist weiterhin intakt, das könnt ihr hier erkennen. Müssen wir ganz kurz ein bisschen anpassen vielleicht. So. Also, und zwar, das war Mittwoch. Da sind wir hatten schon leicht topische Tendenz, die hatten wir ja hier schon gezeigt. Das fing schon
eigentlich an letzte Woche am Freitag. Wir hatten uns dann noch relativ stabil um 4,7 stabilisiert und dann rollten wir langsam über. Einer der Haupttreiber für diesen Flash, vielleicht auch der Tesla-Moment, der so ein bisschen übergeschwappt ist. Tesla könnte ganz interessant werden, auch heute nochmal. Da werfen wir gleich nochmal einen Blick drauf. Hat sich nicht deutlich von der Tausender-Marke, also deutlich nicht abstoßen können, das ist Quatsch, weil wir haben schon eine sehr starke Reaktion gesehen, zeitweise. Also auch im Trading-Bereich ist das schon ziemlich attraktiv, was Tesla uns da im Intraday eben tatsächlich produziert bzw. zeigt. Aber nichtsdestotrotz, also man hat gemerkt, das war so wie so ein Knacks eigentlich, ja. Und dieser überrollende Moment, ich würde den nicht unterschätzen, weil Tesla eben dann auch ein Vehikel ist für viele Privatanleger an der Stelle. Im Mainstream einfach viel gesprochen wird über Tesla und sobald sich hier die Korrektur abzeichnet, ein Rücksetzer, ist das nicht überraschend. Wäre es für mich wenig überraschend oder ist es nicht, hier sofort von der Hand zu weisen, dass es da nicht so diesen Spillover-Effekt gibt, dann eben auch auf dem breiten Markt vielleicht. Und also davon konnte sich auf jeden Fall hier am Dienstag konnte sich der S&P zunächst nicht erholen und dann haben wir eben hier dann diesen etwas schärferen Push gesehen auf der Unterseite am Mittwoch, eben durch die Inflationszahlen. Da toppen wir hier aus, 4,680, sahen dann eben im Tief Abschläge von Größe 1%, 4,630 den Boden gefunden. Man muss das allerdings auch ein bisschen in Relation setzen. Also wir dramatisieren das jetzt wirklich, wenn wir mal überlegen, wir sind um 4,27 letzte Woche am Freitag im Hoch gehandelt worden, noch in der Vorbörse, also relativ früh. Und von dort, dann sehen wir jetzt mal einen Rücksetzer von 90 Punkten. Ja, das sind etwas mehr als 2%. Also das ist also wirklich, das ist ein kleiner Pull-in, Mini-Pull-in, der da mal stattgefunden hat. Und wir sind eventuell an der Stelle auch noch nicht wirklich fertig. Vielleicht gibt es noch ein tieferes Eintauchen. Dann schauen wir allerdings mal, wie wir uns hier gegen diese Trendlinie verhalten. Oben rechts diese orangefarbene Trendlinie. Kurzer Push unter die 4,6, vielleicht 4,580 in irgendeiner Form. Das würde natürlich auch korrespondieren, in dem Fall wahrscheinlich mit einem Lauf in Richtung, vielleicht sogar einem Bruch unter die 16.000er Marke im DAX an der Stelle. Nichtsdestotrotz ändert es nichts am weiterhin bullischen Umfeld, in dem wir uns einfach wiederfinden. Und wie gesagt, das, was wir jetzt gesehen haben als Reaktion auf die Inflation, dass es auch kein Follow-through gab auf der Unterseite, sondern eigentlich schon hier dann am gestrigen Tag eine leichte Stabilisierung, ein deutlicher Stabilisierungsversuch, eigentlich nicht nur eine leichte, sondern ein deutlicher Stabilisierungsversuch, auch wenn wir jetzt es noch nicht geschafft haben, hier die 4,660, 4,670 zurückzuerobern. Aber nichtsdestotrotz, dass es hier kein Follow-through gab, direkt am darauffolgenden Tag, also in dem Fall am Donnerstag eben nach diesen Inflationszahlen am Mittwoch, ist meiner Einschätzung nach nicht das schlechteste Signal und unterstreicht eigentlich meine, na, meinen eher bullischen Bias an der Stelle. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Wo finde ich das Forum, in dem ich ebenfalls Fragen stellen kann? Ich bin ein bisschen überrascht, von Martin zu lesen. Martin, das Forum auf der Webseite. Alternativ, ganz kurz, alternativ zum Forum auf der Webseite, auch hier, vielleicht hast du schon mal was von Discord gehört. Warte mal. So. Da stelle ich auch einmal den Link an. Das ist noch eine alternative Möglichkeit, sich auszutauschen. Da ist auch ein bisschen mehr los, habe ich so das Gefühl, ne? Also in der Discord-Community sind deutlich mehr Leute online als bei mir auf der Webseite, glaube ich. Also zumindest insofern ich das beurteilen kann, ausgehend von den Webseiten-Statistiken. Also da kannst du auch deine Fragen stellen. Ich glaube, das ist relativ schnell gemacht, sich bei Discord angemeldet. Ich meine das beim Morning Meeting. Moment. Ach so, nee, Moment, nee, so war das nicht gemeint. Jetzt verstehe ich gerade. Nee, das ist ein Missverständnis. Die Fragen. Ja, okay, sehr gut. Dann Discord, das war's. Genau, alles klar, sehr gut. Dann hat sich das erledigt. Ja, perfekt. So, jetzt läuft's wieder. Also S&P, wie gesagt, eventuell gibt es da heute nochmal einen Push auf der Unterseite. Könnte getragen werden. Dann sind wir doch beim Einzeltitel an der Stelle. Könnte getragen werden durch weitere US-Dollar-Stärke. Die sollte man nicht unterschätzen. Die ist getragen auch durch den Zinsmarkt, aber auch generell ist US-Dollar-Stärke vielleicht einer der Gründe, weswegen man an der Stelle dann so einen leichten Spillover in irgendeiner Form auf den Export in den USA sieht. Ich will es nicht überbewerten. Also nichtsdestotrotz, die US-Dollar-Stärke ist unverkennbar. Der eine oder andere, der wirft an dieser Stelle dann durchaus mal in den Raum, dass ja im derzeitigen Umfeld besonders das ein Umfeld ist, in dem die schwächste Währung in Anführungsstrichen einen Vorteil hat. Das könnte also durchaus auch noch mal ein bisschen Schwäche begünstigen. Aber
Wie gesagt, ein Haupttreiber, könnte ich mir vorstellen, ist eventuell die Entwicklung, die wir hier in Tesla finden. Da werfen wir mal ganz kurz einen Blick drauf. Wir werfen gleich auch noch darüber hinausgehend einen Blick auf die Vorbörse. Also, zum einen, Tesla ist natürlich durch dieses Squeeze hier auf der Oberseite extrem weit gelaufen. Auf der Oberseite. Und schreit regelrecht nach einer Korrektur, die wir ja jetzt auch dann eingeleitet gesehen haben, begünstigt durch den Tweet von Musk, dieses Gap Down, und wir haben dann besonders hier am Dienstag eben beginnend diese erste Übertreibung auf der Unterseite gesehen. Von diesen Abschlägen haben wir uns nicht wirklich erholen können. Leichte, schärfere Gegenbewegung, nachdem wir kurz unter die 1000 geflasht waren, am Mittwoch. Und jetzt kommt allerdings der Punkt. Irgendwie so richtig, so eine richtig scharfe Gegenbewegung, die bekommen wir derzeit nicht zu sehen. Und das suggeriert in irgendeiner Form, das suggeriert, dass da vielleicht doch mal was auf der Unterseite kommen könnte. Ich will da mal ganz kurz hier in die Vorbörse gehen und das kurz zeigen, auch ausgehend vom Volumen an der Stelle. Also das ist jetzt ein 30-Minuten-Chart. Wir haben hier einmal diese Abwärtstrend, diese fallenden Hochs, die sich ausbilden. Und was wir eben dabei jetzt erkennen können, ist hier so um 1070, 1075 US-Dollar. Das ist der volumengewichtete Durchschnittspreis für die letzten 2 Handelstage. Und es gelingt an der Stelle nicht, zumindest, oder gelang gestern nicht, nachdem wir dann auch nochmal zum Opening eben entsprechend verkauft worden sind, es gelang nicht, diesen deutlich zurückzuerobern. Das war überraschend. Also wir haben uns zwar auf leicht höherem Niveau im Vergleich zum Vortag hier stabilisieren können. Also Tesla hat gestern marginal negativ geschlossen. Aber anders als beispielsweise hier am Mittwoch, wo wir gleich zum Opening einen Strong Opening Drive gesehen haben und oberhalb hier dieser blaufarbenen Linie, also dieser gleitenden Durchschnittslinie, der volumengewichtete Durchschnittspreis uns haben halten können. Wir rutschten zwar noch mal kurz drunter, haben aber oberhalb geschlossen, gelang das gestern eben nicht. Und wenn wir das mal, also nochmal, ich will es nicht überbewerten, aber wenn wir das jetzt mal in Relation setzen zu dem, was wir am Dienstag zu sehen bekommen haben, könnte es sein, dass wir auch vor dem Hintergrund, dass wir eben dann hier uns jetzt in dieser Abwärtssequenz lang mit den fallenden Hochs auf Kassa-Ebene bewegen, könnte es sein, dass es auf der Unterseite nochmal Action gibt in Tesla und dass wir nochmal in Richtung der Tausender-Region eventuell heute verkauft werden. Also sprich, 1055 ist, das sind so die gestrigen Tagestiefs, das ist so die Orientierung auf der Unterseite, an der ich mich heute hier langhangeln würde. Sollten wir einen Bruch unter dieses Niveau zu sehen bekommen, besteht eine realistische Chance, dass es nochmal eine Attacke auf das Tausender-Level gibt. Plus, minus. Also an der Stelle 1014, 1015, 1020 US-Dollar vielleicht als Zwischenziel in diesem Bereich. Dann gucken wir mal, ob wir diesen Bereich dieser Tiefs, die hier am Mittwoch, beziehungsweise, das war nicht die Tagestiefs, aber das war dieses Zwischentief, was dort in der letzten Handelsstunde sich herausgebildet hat, ob wir den vielleicht bereits als Support akzeptieren. Falls nicht, und ganz besonders dann in just jenem Moment, wo wir unterhalb auch von 1000 US-Dollar schließen würden, wäre das vielleicht der Wegbereiter nochmal, und da kommen wir hier in den Chart zurück, der Wegbereiter für eine tiefere Korrektur, die in der kommenden Woche sogar einen Lauf in Richtung der 900er-Region denkbar macht. Das ist durchaus etwas, das ist durchaus eine Option an dieser Stelle, die eben hier im Raum steht. Es bleibt aber dabei, dass Tesla weiter ein mega starker Wachstumstitel ist und das bedeutet etwas anders formuliert, sollten wir solch einen Lauf zu sehen bekommen mit dem Push in Richtung und dem Wochenschluss unterhalb von 1000 mit dann Follow-through in Richtung der 900er Region. Ich würde dann an dieser Stelle wirklich anfangen, mich hier auf die Lauer zu legen im Bereich um 900 Dollar pro Aktie, ehemalige Hochs an dieser Stelle. Natürlich, ich würde das genauestens beobachten. Ich würde jetzt kein Limit reinlegen oder dergleichen, aber ich würde mir das genauer betrachten. Ich würde das genauer betrachten, ob wir diesen Bereich hier um 900 Dollar eben tatsächlich dann verteidigen können, gegen welchen wir dann eventuell mittelfristig durchaus mal überlegen könnten, Long mit einzustrahlen, im Anbetracht der vielleicht doch noch dann folgenden schärferen Jahresendrallye, infolge derer dann ganz besonders so ein Growth-Titel wie Tesla eventuell sogar outperformt, weil eben, und dann kommen wir wieder, da schließt sich dann ein bisschen der Kreis, weil eben Tesla auch in vielen Portfolios von diversen Fundmanagern und dergleichen immer noch underweight ist, trotz seines starken Wachstumsausblicks, der weiterhin ganz klar gegeben ist an dieser Stelle. Und ja, also demnach, ich gehe davon aus, dass die Nachfrage weiter gegeben bleibt und sollten wir solch eine Korrektur in Richtung der 900er Gefilde zu sehen bekommen,
ganz interessanter Bereich. Auch vielleicht vor dem Hintergrund, dass wir uns überlegen müssen, wir haben dann wieder hier die Region 1226, 1000, ja, machen wir mal rund 1200, ja, plus noch ein bisschen was obendrauf. Aber dann haben wir eine Korrektur von $300. Das entspricht an dieser Stelle innerhalb kürzester Zeit einer Korrektur von 25%, eher ein bisschen mehr an dieser Stelle. Das ist ein sehr scharfer Rücksetzer für einen derart starken Wachstumstitel. Und wir haben dann auch wieder beginnend attraktive Chance-Risiko-Verhältnisse natürlich, die sich hier herauskristallisieren. Für diejenigen, welchen die mittelfristige Kursziele im Bereich um 1250 US-Dollar und höher haben. Also hier innerhalb der X-Markets-Plattform gibt es ja das durchschnittliche Kursziel diverser Analystenhäuser von $850. Da würde man jetzt sagen, naja, wir handeln deutlich drüber. Also insofern ist doch eigentlich eher Korrekturpotenzial und eine Annäherung an dieses Normal gegeben. Das ist richtig. Aber man muss an der Stelle berücksichtigen, dass es eben hier jetzt erst stückweise Upgrades gibt. Also es gibt hier tatsächlich sogar niedrige Schätzungen von $215 Kursziel für die Tesla-Aktie an der Stelle, was unglaublich pessimistisch vor dem Hintergrund des Wachstumsausblicks eben tatsächlich ist und wodurch sich natürlich der Gesamtaverage beginnt nach unten zu orientieren. Oder anders formuliert, mehr und mehr Investmenthäuser, auch Tier 1 Banken an dieser Stelle, realisieren an dieser Stelle, dass wir eben eventuell eine deutlich größere Wachstumsstory haben, als dass diese Analysten Einschätzungen der jüngeren Vergangenheit eben widerspiegeln. Das heißt also, die werden kontinuierlich ihre Upgrades eben entsprechend vornehmen und dadurch kommen wir dann jetzt schon bei der höchsten Schätzung hier auf $1400. Eher noch höhere Kursziele vielleicht sogar, weil selbst die um 1250 US-Dollar so im Schnitt, die ausgegeben wurden, ich glaube von Morgan Stanley und dergleichen, scheinen noch recht, naja, verhalten, also ehrlich gesagt. Ich glaube, dass das das Wachstumspotenzial einer Tesla deutlich noch unterschreitet eigentlich. Unabhängig davon, Chance-Risiko-Verhältnis technisch, wenn du Kursziele dann im Bereich um 1250 hast, hast du natürlich hier Kursniveaus, die 30% höher liegen, roundabout ausgehend von der 900er-Region. Also CAV-technisch sind das schon sehr, sehr attraktive Niveaus dann aus dieser Perspektive. Ja, das also zum Einzeltitel. Jetzt werfen wir mal einen Blick hier einmal auf tatsächlich Devisen, beziehungsweise darüber hinausgehend auch auf Gold. Also zunächst einmal der Blick hier auf den Euro-US-Dollar. Diese Abwärtssequenz ist weiter intakt. Der US-Dollar ist weiter auf dem Vormarsch. Wir gehen gleich mal auf den US-Dollar-Index-Future an der Stelle, um das mal einzuordnen, wo wir da jetzt gerade historisch stehen. Sind allerdings natürlich jetzt auch schon relativ weit auf der Unterseite gelaufen. Also der US-Dollar, der scheint schon sehr stark extensiert im Hinblick jetzt auf die jüngste Performance. Das heißt nicht, also wir haben mit Devisen einen sehr, sehr trendstabilen Markt, das ist ganz wichtig zu berücksichtigen. Nichtsdestotrotz ist halt an dieser Stelle eben der Lauf, der jüngst auf den Weg gebrachte Lauf jetzt hier, begünstigt durch die Inflation, getragen. Also wir bewegen uns jetzt in Gefilde, die dann für einen Bounce, jedenfalls kurzfristiger Natur, durchaus sich anbieten, möchte ich mal sagen. Das sind ehemalige Hochs hier aus dem Juni 20 bzw. aus dem März, ausgehend von der damaligen erhöhten, nennen wir es mal Corona-Volatilität. Gegen diese Region, diese grün gestrichelte Linie, 1370 bis 1,14, ist ein Bounce durchaus denkbar. Der führt uns vielleicht dann sogar in Richtung 1,15, vielleicht auch leicht drüber hinweg. Diese Abwärtssequenz, die bleibt dadurch allerdings unbetroffen, also das heißt, die bleibt weiter intakt, der Modus, der bleibt weiterhin short und ich gehe auch weiterhin davon aus, dass wir Kursziele deutlich unterhalb von 1,10 im Laufe der nächsten 12 Monate haben. Also das heißt, ich gehe eher davon aus, dass sich die Situation auch hinsichtlich des Euros zeitnah nochmal deutlich beginnt einzutrüben. Und dass sich das jetzt hier, diese Bewegung, die wir getragen durch die US-Dollar-Stärke sehen, eher nochmal auf der Unterseite beschleunigt. Denn die EZB hat überhaupt gar keine andere Möglichkeit, als weiter Liquidität zur Verfügung zu stellen. Zinsanhebungen, die werden wir im Zusammenhang mit dem Euro nie wieder zu sehen bekommen. Also das ist ein im übertragenen Sinne Ding der Unmöglichkeit an dieser Stelle. Sogar im Hinblick auf den Taper, also die mögliche Reduktion der Anleiheaufkäufe im Rahmen dieses PEP-Programms, wurde ja irgendwie versucht, der breiten Masse, der breiten Öffentlichkeit zu verkaufen, als das ist kein Taper. Das spiegelt ja schon auch die entsprechende Rhetorik wider, wohin da die Reise geht. Das Zinsdifferenzial, besonders wenn sich eben der Zinsdruck weiter aufbaut, jetzt hier in US-Zinsen an dieser Stelle, sollte eher dazu führen, dass der US-Dollar weiter Kapitalzuflüsse zunächst jedenfalls sieht. Auch ganz besonders vor dem Hintergrund eventueller
ja, eventuell zu erwartenden Turbulenzen, begünstigt eben durch vielleicht auch Verwerfungen an den Finanzmärkten, sofern es denn dort eben tatsächlich zu entsprechend einem Durchschlagen der politischen bzw. auch der gesellschaftlichen Tendenzen, die wir ausmachen können an allen Fronten, auf die Finanzmärkte kommt, sofern sich das überhaupt so derart darstellt. Wie gesagt, der US-Dollar aktuell auf dem Vormarsch, ich habe das hier mal vorbereitet. So, wir haben hier den US-Dollar-Index-Future auf Wochenbasis. Also das ist jetzt ein Bar-Chart, also das ist ein Balkenchart offensichtlich. Eine Webseite, die ich gerne ansteuere, um hier eine Übersicht über die Positionierung der Großspekulanten zu sehen zu bekommen. Fangen wir hier unten an. Das ist nochmal dann separat aufbereitet hier. Dealer Intermediaries und Asset Manager, Leverage Funds und so weiter. Mich interessiert das hier, die Large Speculators in grün, beziehungsweise die Small Specs und die Commercials. Und wir haben schon seit geraumer Zeit, eigentlich gegen die 90 hier, war es schon soweit. Das war im Mai ungefähr diesen Jahres, also zur Mitte, Hälfte des Jahres 2021 an der Stelle. Haben wir schon zu sehen bekommen, dass kontinuierlich seitens der Großspekulanten Long-Positionen im US-Dollar aufgebaut worden sind. Eventuell in Antizipation dieser aktuellen Entwicklung, die wir zu sehen bekommen. Und wir sind jetzt im US-Dollar tatsächlich auf die höchsten Niveaus ausgebrochen seit September letzten Jahres und bewegen uns, wie gesagt, in die Gefilde. Das ist eine sehr stark negative oder inverse Korrelation hier zum Euro-US-Dollar. Also im übertragenen Sinne, man könnte diesen Chart hier auf den Kopf stellen und würde dann feststellen, dass der den größtenteils dem Euro-US-Dollar diese Kursentwicklung die widerspiegelt. Das ist ganz einfach zu erklären, weil der Euro innerhalb dieses Korbs hier, der gegen den US-Dollar gerechnet wird, 58% beinhaltet. Darüber kommt dann britisch Pfund und japanischer Yen mit jeweils, müssen wir kurz überlegen. Aber ich glaube, die beiden zusammen haben nochmal roundabout 20%, 12 und 10, glaube ich, wenn ich das richtig zusammenbekomme. Und halt noch diverse andere Währungen. Aber hauptsächlich ist da eben, das Hauptgewicht hat eben der Euro innerhalb dieses Korbes. Und dadurch kommt diese negative Korrelation an der Stelle eben zum Euro-US-Dollar zum Tragen. Aber Fakt ist auf jeden Fall, das sind die höchsten Niveaus, wie gesagt, seit September eben letzten Jahres. Und sieht sehr extensiert aus, die prozyklische Positionierung der Großspekulanten. Längste, stärkste, ausgeprägte Long-Positionierung hier seit eigentlich September, was haben wir? September, Oktober, November 2019, also noch vor Corona. Wurde dann kontinuierlich mal abgebaut. Ja, das hat dann natürlich auch begünstigt durch die damalige Volatilität und dergleichen damit eine ganze Menge zu tun. Aber unterm Strich, und das ist das, um was es geht, wir haben halt bis hierhin schon eine sehr starke Aufwertung des US-Dollars zu sehen bekommen. Begünstigt durch die jüngste Zinsentwicklung und durch das sich ausweitende Zinsdifferenzial, was den US-Dollar attraktiver werden lässt, ganz besonders im Hinblick auf den Euro. Und da ist über kurz oder lang durchaus mal ein Pull-in denkbar. Abzuwarten natürlich, wie stark der dann ausfallen würde. Aber diese derzeitige Performance hier ist so ein bisschen der Hauptgrund meiner Einschätzung nach, warum eben beispielsweise Gold es nicht schafft, auf der Oberseite richtig Momentum aufzunehmen. Also der Hauptgrund für die derzeitige, für das mangelnde weitere bullische Momentum findet sich in dem Umstand, dass eben der US-Dollar sich derart stark präsentiert. So würde ich das tatsächlich interpretieren. Denn im Gesamtkontext ist dieser Breakout hier in Gold ein stark bullischer einfach. Also und zwar fundamental getragen, entsprechend technische Vorgaben. Das sind ganz klar bullische Vorgaben an dieser Stelle. Und es ist meiner persönlichen Einschätzung, solange wir hier diese Ausbruchregion halten können, also 26 ist es 630, Entschuldigung, 1830, 835 ganz besonders, das ist die Ausbruchregion hier von, mal zurückgehen, das ist die Ausbruchregion hier von eben diesem Inflationsprint von Mittwoch. Solange wir dieses Niveau halten können an dieser Stelle, sind die Vorgaben weiter ganz klar bullisch. Ich habe weiterhin eine Long-Position, die ich infolge dieses Breakouts hier auf den Weg gebracht habe. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir nicht diesen Retest zu sehen bekommen, denn das würde dann Stop-Out nach sich ziehen. Ich möchte nicht sehen, dass wir hier unter dieses Korrekturtief rutschen. Nichtsdestotrotz, oder beziehungsweise, das bedeutet auch etwas anders formuliert, ich möchte jetzt an dieser Stelle sehen, dass wir gegen diesen Bereich, diese Trendlinie, die sich hier ausgebildet hat, ja, diverse Auflagepunkte, ganz besonders die Tiefs eben hier von dem Inflations-, von dem fundamentalen Trigger, ich möchte, dass wir gegen diesen Bereich wieder Nachfrage in den Markt kommen sehen. Also anders formuliert, diejenigen welchen, die hier auf den Breakout vielleicht gewartet haben, ihn dann nicht getradet haben, aus welchen Gründen auch immer, aber dennoch vielleicht diese bullische Einschätzung für Gold teilen, finden jetzt in diesem Bereich hier um 1850, roundabout, in diese Trendlinie finde ich einen guten Einstiegsbereich noch einmal. Auch Chance-Risiko-Verhältnis technisch attraktiv, weil wir wissen relativ zügig, wann wir falsch sind. Das hat damit, oder das ist dann der Fall,
Das ist dann der Fall, wenn eben hier dieses Zwischentief rausgenommen wird. Also das heißt dann nicht, dass wir nicht weiter bullisches Momentum aufnehmen können, aber es bedeutet zumindest mal, dass dann erst einmal jedenfalls sich das Bild auch beginnt, so ein bisschen einzutrüben, denn diese bullische Sequenz würde dann an dieser Stelle gebrochen werden. Wenn wir jetzt hier drunter rutschen würden, dann wäre das natürlich sehr unangenehm, wenn sich jetzt hier sowas wie ein V herauskristallisiert, also wir sehen Flushout, wir unterschreiten dieses Niveau, wir gehen jetzt gegen die 8,50 Long, wir werden ausgestoppt gegen die 8,40, 8,41, 8, 9, 10 Dollar Risiko ungehebelt an dieser Stelle. Wir werden ausgestoppt und dann gibt es eventuell diesen Run höher. Das ist ein Risiko, was besteht, aber nichtsdestotrotz, es würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, oder beziehungsweise, nein, ich formuliere es mal anders, in einem gesunden, bullisch-dynamischen Umfeld kriegst du so etwas nicht zu sehen. Also sprich anders formuliert, du willst oder du gehst jetzt davon aus, dass wir gegen diesen Bereich eben aufdrehen und hier zügig mal gucken, heute, das wäre natürlich ein Traum, auch für meine bestehende Long-Position an dieser Stelle, aber ich würde schon gerne sehen, dass wir eine klare Bestätigung, dass wir über diese Hochs post der Inflation brechen und dann auch in diesem Bereich schließen, also im Bereich der Wochenhochs. Das wäre ein klar bullisches Signal. Was du nicht sehen willst, ist eben, dass wir hier diesen Break zu sehen bekommen, ausgestoppt wirst und dann an dieser Stelle ist es eher denkbar, dass wir hier solch eine Struktur ausbilden und dann früher oder später eventuell auf der Oberseite ausbrechen. Also solange wir die Ausbruchregion halten, bleiben wir auf jeden Fall long. Ja, aber ich denke, und das ist genau dann der Punkt, weswegen ich hier zunächst mit dem Stop arbeiten möchte, in diesem Bereich, also dieser horizontalen blaufarbenen Linie, weil ich einfach dann mentales Kapital einfach sparen möchte. Ich möchte hier jetzt sehen, dass wir aufdrehen, Dynamik aufnehmen, das Momentum reinkommt, dass dieses bullische Momentum sich weiter fortschreibt. Ich möchte nicht sehen, dass wir eben hier rausflaschen und dann erst nochmal 4, 5 Tage, eine Woche, 2 Wochen vielleicht oder erst ab Dezember dann hier dann den nächsten bullischen Drive auf der Oberseite sehen. Den könnte ich dann auch nochmal versuchen zu handeln, aber bis dahin kann ich mir mein mentales Kapital auf jeden Fall sparen und nicht mit dem Stop hier irgendwie unterhalb der Inflationstiefs, das ist die 1,820er Region, arbeiten, beziehungsweise vielleicht unterhalb der 1,830 an dieser Stelle, vielleicht ein Stück weit höher hier mit dem Stop arbeiten. Einfach deswegen, weil solch ein Szenario hier es sehr, sehr zäh werden lassen würde, bis wir dann wieder tatsächlich anziehen. Also das heißt, ich möchte hier gerne sehen, dass wir jetzt gegen diese Region Momentum zu sehen bekommen, die den Break nicht getradet haben, finden jetzt hier ein attraktives Level, habe da ein klares Stop-Niveau, gegen das ich riskiere, also 8,50 bin ich long, 8,51 der aktuelle Bereich einfach, Stop 8,41, 8,40 an dieser Stelle, wenn wir da drunter fallen, okay, fair enough, dann soll es erstmal nicht, dann soll es jetzt an der Stelle nicht gewesen sein. Und ja, wie gesagt, andernfalls, wie gesagt, drehen wir auf, brechen über die 8,68 in den kommenden Stunden, hoffentlich in den kommenden Stunden, machen ein neues Hoch für die Woche und schließen in diesem Bereich. Jetzt stellt sich natürlich der ein oder andere die Frage, wo sollte denn dafür ein entsprechender Treiber herkommen? Also findet sich solch ein potenzieller Treiber heute? Ein ähnliches Bild sehen wir auch in Silber übrigens. Bevor wir zu dem bullischen Treiber kommen, ganz kurz hier den Blick. Da ist die Struktur nicht ganz so sauber, aber das würde ich gerne hier ausschneiden wollen, also diese leichte Übertreibung an diesem Bereich. Das sind die Auflagepunkte hier und auch da stoßen wir jetzt in diese Gefilde vor. Das ist so die 2490er Region ungefähr. Ähnliches Szenario wie hier an der Stelle für Gold. Also sprich 2490 ist eine potenzielle Long-Region. Da hast du, na, ich glaube die 2450 aller spätestens. Das ist dann so ein Tief hier an dieser Stelle, das ist dieses Korrekturtief, unterhalb dessen ich dann mich positionieren wollte. Das sind ungefähr 40 Cent Risiko. CRV-technisch ist Gold tatsächlich aus der Perspektive ein bisschen attraktiver, aber, also mit Potenzial, wir gehen mal ganz kurz, kommen wir mal zurück hier. Wenn wir hier ein Risiko haben, bei einem Entry auf der 850, hier ein Risiko, machen wir es mal rund, wir gehen mal auf die 40, unseren Stop, 8,50 haben wir, dann haben wir hier 11 Dollar pro Fall unser Risiko und gehen auf der Oberseite auf die 9,20. Das ist aus Gefilden um 8,50, ist das eine Chance an dieser Stelle, so, von rund 70 Dollar. Dann sieht man schon, dass das CRV größer 6:1 ist. Also das ist ein sehr, sehr attraktives, kurzfristiges Setup an dieser Stelle aus Chance-Risiko-Verhältnis technischer Perspektive. Im Falle von Silber wäre es so, dass wir die 2490, also den aktuellen Bereich, jetzt long traden würden mit einem Stop hier auf der 2450. Da haben wir ungefähr 40 Cent Risiko und gehen auf der Oberseite natürlich auf einen Lauf
in Richtung der 26er Region. Das wäre so ein erstes Ziel. Darüber, das ist dann die 27er Region. Aber wenn wir auf die 26 gehen, da kann man es ja schon erkennen, 24,90, da haben wir 1,10 Dollar maximal. Wenn wir ein kleines Überschießen sehen, bis vielleicht am 26,10 an dieser Stelle, dann haben wir 1,20 Dollar. Dann haben wir ein CRV von leicht besser, 2,5 zu 1. Und da zeigt sich eben, warum Gold an dieser Stelle eventuell ein attraktiveres Play ist, weil das CRV einfach hier attraktiver ist. Das ist die Chartstruktur auch ein bisschen sauberer einfach. Also das bedeutet etwas anders formuliert, ich würde hier aus der CRV-technischen Perspektive wirklich Gold aktuell eben tatsächlich wählen. Silber vielleicht beimischen. Ja, so könnte man es vielleicht nehmen. So als kleinen potenziellen Outperformer. Silber hat sich jüngst auch relativ stark präsentiert. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Reaktion post der Inflationszahlen uns anschauen. Wir haben zwar einen recht scharfen Pull-in gesehen, aber gestern zum Beispiel im Bereich hier dieser Hochs konsolidiert. Wir handeln immer noch knapp im Bereich dieser Hochs. Also 25,7 waren die Hochs. Die haben wir gestern sogar leicht rausnehmen können. Das ist uns in Gold nicht gelungen. Und wir handeln immer noch marginal drunter. Also das sind 15, 20 Cent maximal, die wir unterhalb dieser Hochs eben handeln. Das ist noch nicht mal ein Prozent an dieser Stelle. Und das ist eine relative Stärke, die sollte man nicht unterschätzen, weswegen man hier vielleicht Silber beimischen sollte. Wenn man solch in dem Fall wäre es hauptsächlich ein Momentum-Trade wäre, aber durch eben das CRV würde ich jetzt aktuell in der Konstellation, die wir gerade skizziert haben, Gold eben outgewichten oder höher gewichten eben tatsächlich. So, also das zu Gold, das zu Silber. Was könnte der bullische Treiber sein für heute? Was wäre da eine Möglichkeit? 15 Uhr, Moment, nicht 15 Uhr. GMT, 16 Uhr unserer Zeit, ne? Mal kurz gucken, ist es jetzt die Zeit, aber ich glaube, das ist eine Stunde. GMT-Time, Berlin. Was haben wir? Plus 1. Okay. Also 16 Uhr kommen Zahlen, die heute veröffentlicht werden, nämlich die JOLTS an der Stelle. In dem Fall ist es die Number of Job Openings in die US. Und das sind also die Jobvakanzen an dieser Stelle, die dort eben die dort ausstehen. Und das Interessante an dieser Stelle eben bei diesen Jobvakanzen ist natürlich jetzt, die haben potenziell eine Auswirkung auf die Inflationserwartung, denn das haben wir nämlich im Hinblick auf die. Oh, jetzt kurz gucken. Nee, aber hier sollte eigentlich alles laufen. Ich sehe gerade so ein bisschen. Okay, nee, wird weiter gestreamt. Jetzt habe ich hab eine Fehlermeldung bekommen hier im Backend. Aber scheint alles zu laufen. Also Job Openings ist deswegen entsprechend wichtig. Wir sehen Jobvakanz, also es ist nicht so, dass keine Jobs verfügbar sind, nur die Leute, die wollen nicht zurück in die Arbeit gehen, weil sie einfach zu genügend Gründe haben, zu Hause zu bleiben. Sei es, weil sie zum Beispiel entsprechende Employment oder Unemployment Benefits bekommen, zum Beispiel, also das heißt mehr Geld bekommen fürs Zuhausebleiben in Anführungsstrichen, beziehungsweise dass sich nahezu ausgeht, ob sie zu Hause bleiben oder eben arbeiten gehen und dann sich entscheiden, auf natürlicher, menschlicher Perspektive zu sagen, na, dann gehe ich nicht arbeiten an dieser Stelle. Und ergänzend dazu kommt eben jetzt auch noch hinzu, auch die Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten, besonders auch im Kryptobereich oder auch im Equities-Bereich. Also das sollte man nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist mittlerweile ist das ein substanzieller Anteil derer, die einfach festgestellt haben, sie können hier attraktive Renditen, also in Bullmärkten sowieso eventuell erwirtschaften und aus Unwissenheit über die darüber hinausgehende Komplexität, die kommt in schwierige Marktumfelden, eventuell dann sagen, ich habe überhaupt keinen Bock, jetzt hier irgendwie wieder für meinen alten Arbeitgeber tätig zu werden. Das mache ich lieber jetzt selber und ich bleibe im Bereich Trading aktiv an dieser Stelle. Also sollte man nicht unterschätzen, ist durchaus eine Option. Lange Rede, kurzer Sinn. Was hat das jetzt mit Inflation zu tun? Oder wie kann das ein fundamentaler Trigger sein? Nun, wir müssen an der Stelle verstehen, diese hier offenstehenden Jobs, die können natürlich besetzt werden, allerdings nur dann, wenn man ein entsprechend attraktives Environment schafft und also eine Umgebung schafft, wie zum Beispiel, dass man den Leuten nicht nur gesteht, von zu Hause zu arbeiten, sondern ergänzend dazu auch höhere Löhne zahlt. Höhere Löhne schlagen sich aber folglich nieder auf die Gewinnmargen der Unternehmen, die diese Jobs zu besetzen haben, die auf die Preise aufschlagen. Also sprich Inflationsdruck erzeugen. Und demnach bedeutet das etwas anders formuliert. Heute, in Bezug jetzt auf diese Job-Openings, in dem Moment, wo diese Zahl über der Erwartung liegt, die liegt heute bei hier 10,3 Millionen, also leicht weiter rückläufig, dass weiter offene Stellen besetzt werden. In dem Moment, wo diese Zahl hier
deutlich übertroffen wird. Und das war in der Vergangenheit, war das durchaus erkennbar. Also wir hatten zum Beispiel mal, das war hier im Juli, also für den Monat Juli, veröffentlicht im September, so muss man sagen, haben wir einen Konsens gehabt von 10 Millionen. Da wurden fast 1 Million mehr Job-Vacancies gemeldet, also das heißt offenstehende Stellen. Wenn wir solch einen Print jetzt hier wieder zu sehen bekommen, also das heißt, das war nur ein kurzer Rücksetzer mal und wir sehen stattdessen jetzt wieder einen Uptick, wieder in den Bereich bis 11 Millionen an dieser Stelle, dann besteht hier realistisch die Gefahr, in Anführungsstrichen, also nicht die Gefahr, sondern die Möglichkeit, dass das zum Inflationsdruck beiträgt, denn der Markt, der wird daraus folgendes machen, der wird sagen, es sind mehr Jobs offen, die müssen besetzt werden. Wie schafft man es? Durch entsprechend eben höhere Löhne, die gezahlt werden, die das Umfeld einfach attraktiver gestalten. Folglich Inflationsdruck, der sich infolgedessen aufbaut. Und genau dieser aufbauende Inflationsdruck, der sich dann nicht zwangsläufig niederspiegelt, ich will das ganz kurz hier zeigen, in den 10-jährigen Zinsen, die dann vielleicht hier erstmal trotzdem konstant bleiben, beziehungsweise vielleicht sogar so einen leichten Rollover an dieser Stelle zu sehen bekommen, durch was auch immer begünstigt, Reallokationen beispielsweise, was auch immer es sei. Selbst wenn das konstant bleibt, aber die Inflationserwartung steigt, drückt das auf die Realverzinsung und das wiederum ist ein potenziell bullischer Treiber dann für Gold oder beispielsweise Silber. Also das heißt, hier haben wir mit diesem Print heute Nachmittag, ich will ihn nicht überbewerten, aber dennoch, wir sollten es im Hinterkopf behalten, ist im derzeitigen Umfeld definitiv eine zu betrachten, also das ist wie eine Mode aktuell, da guckt man drauf, ne? Das, so könnte man das sich besser vorstellen. Also das bedeutet etwas anders formuliert, aktuell, wenn ich jetzt das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan zum Beispiel auch um 16 Uhr veröffentlicht sehe, interessiert niemanden. Warum sollte es auch? Also das spielt derzeit keine Rolle. Das, was derzeit eine Rolle spielt, ist alles das, was in irgendeiner Form zusammenhängt mit der Inflation an dieser Stelle oder wo wir Rückschlüsse drauf ziehen können. Und die Job-Vacancies sind eben in diesem Zusammenhang in diese Richtung zu interpretieren oder bieten eine Möglichkeit, dort eine Inflationserwartung abzuleiten. Und so, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben also folglich ein Umfeld hier in diesem Fall, welches durchaus zum Inflationsdruck beitragen kann und was dann zurückkommt eben hier dazu führen könnte, dass wir eben gegen diesen Bereich erneut auflaufen, also beziehungsweise wieder entsprechend aufdrehen. Und so, das ist jetzt also potenzieller Bereich, sowohl Silber gegen diese Region hier long mit Stop unterhalb der 24,50 beziehungsweise Gold, der läuft jetzt auch ziemlich punktgenau auf diesen Bereich drauf, 8,50. Wie gesagt, da vielleicht sogar noch ein bisschen attraktiver, weil wir das Stop-Niveau hier auf der 8,40 eben tatsächlich haben. Und dann aus dieser Perspektive, wie gesagt, könnte es heute Nachmittag ein bisschen zeitlicher Versatz, aber nichtsdestotrotz heute dann diesen Trigger eben geben, der uns anschiebt, ganz zu schweigen vielleicht jetzt von einer natürlich technischen Reaktion, die gegen diesen Bereich erstmal sowieso stattfindet. Dann vielleicht ein bisschen komfortabel schon mal in dieses News-Event gehen lässt und darüber hinausgehend dann vielleicht den bullischen Treiber, wie gesagt, mit Break über 8,70 initiiert. So, das ist also die Situation Gold, Silber. Wir haben den DAX, wir haben Equities, wir hatten einen kurzen Blick auf Tesla geworfen, wir haben einen kurzen Blick auf den Euro-US-Dollar geworfen. Werfen wir mal einen Blick auf Bitcoin und ich gucke mal ganz kurz auch in die Chatbox auf die Fragen. Ah, okay, das ist interessant. Ich sehe gerade, dass hier eine Frage nicht übertragen wurde. Sehr, sehr, ja, ja. Absolut richtig. Kurzen Augenblick. Ich gucke mal kurz, dass ich dazu eine Grafik finde. Der Martin schreibt gerade was sehr Interessantes. Obwohl, das hilft aus. Also, das reicht aus. Die Website ist gewechselt, aber nichtsdestotrotz. So, das ist ein Chart hier, Seasonax. Ist auch ein deutscher Anbieter, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe hier. Also, das, um was es geht, das ist ganz interessant, das schreibt Martin nämlich hier an dieser Stelle in die Chatbox. Saisonal ist der Euro-US-Dollar ab etwa Mitte Dezember long, dann im Januar des neuen Jahres wieder short, liegt an den US-Firmen, die ihre Gewinne im Euro parken, um Steuern zu sparen. Ganz interessantes Phänomen, was hier stattfindet und das ist das, was sich auch hier im Chart widerspiegelt. Also das ist eine Betrachtung zurück, also 30 Jahre von 1986 bis 2016 hat sich über die letzten Jahre meines Wissens nach nicht groß verändert. Und da können wir nämlich genau das sehen. Also wir sehen tatsächlich sogar ab Ende November und wir stoßen in dieses Zeitfenster vor. Wir haben hier gegen Ende November so eine Konsolidierung, so, die dann ein Breakout auf der Oberseite eben tatsächlich sieht. Die Saisonalität, die sich dann hier entsprechend eben widerspiegelt. Martin schreibt auch den Grund dafür, also das hat einen fundamentalen Treiber an dieser Stelle. Wie gesagt, US-Firmen, die ihre Gewinne in Euro parken, um Steuern zu sparen. Also das ist ein Steuersparmodell, so nennen wir es jetzt mal. Und fügt sich natürlich recht gut ein in das, was wir gerade hier skizziert haben, ne? Also wir gehen mal ganz kurz hier auf den Euro-US-Dollar. So.
Wenn wir diese starke Überdehnung jetzt hier auf der Unterseite sehen, ist durchaus denkbar, dass wir so einen Verlauf zu sehen bekommen auch. Moment, kurz hier. So, ich schneide den mal aus. Also, dass wir hier noch einen kurzen Pop sind und ein bisschen Beschleunigung auf der Unterseite, dann seitwärts konsolidieren und dann eine Gegenbewegung sehen. Mal gucken, ob der Bruch dieser Trendlinie stattfindet. Das bliebe natürlich abzuwarten, aber solch eine Gegenbewegung Richtung 1,16 wäre durchaus eine Option. Und genau diese Saisonalität ist dann auch etwas negativ korreliert, eben was Gold befeuert. Also wir haben im Hinblick auf Gold, müssen wir ganz kurz gucken, vielleicht ist die da auch eingefangen. Müssen wir erst schauen. Yen, Energy, Metals, Gold. Ja, da kann man es auch sehen. Gold, also schon recht früh eigentlich, ab November sieht man hier so eine Aufwärtstendenz. Besonders aber dann hier ab Mitte Dezember ist es eigentlich eher. Also wir sehen so einen bullischen Impuls im November, dann so ein Rollover, das gleiche Periode von 86 bis 2016 und dann hier ab der zweiten Dezemberhälfte, besonders dann allerdings beginnt auch mit Start ins neue Jahr über den Monat Januar. Also man setzt im Grunde genommen hier den Januar folglich an, im übertragenen Sinne. Dann hast du da auch die entsprechend bullische Saisonalität, die sich folglich durch die negative Korrelation im US-Dollar bzw. im Euro-US-Dollar an der Stelle dann entsprechend widerspiegelt. Aber wollen wir das nicht zu komplex werden lassen. Also Fakt ist, diese Konstellation hier, also diesen Rollover beziehungsweise diese bärische Tendenz, die sollte man an dieser Stelle nicht unterschätzen aktuell, weil wir sind sehr stark überdehnt und wir starten jetzt zeitnah ein saisonal günstiges Fenster für eben eine US-Dollar-Gegenbewegung. Also das sollte man durchaus im Hinterkopf behalten. Also es kann durchaus sein, dass dieser Trend hier zeitnah zum Erliegen kommt, wir seitwärts auskonsolidieren und dann ab Dezember, Mitte Dezember eben entsprechend die Gegenbewegung sehen, die dann folglich auch diesen bullischen Drive für beispielsweise Gold eben initiieren könnte. Das ist auch nochmal ein zusätzlicher Grund oder ein möglicher Treiber. Das heißt nicht, dass es so kommt, das ist nur, wir machen eine Abwägung, Chance-Risiko-Verhältnis einfach an dieser Stelle und die spricht derzeit einfach für eine Gegenbewegung hier im Euro, US-Dollar. Beziehungsweise spricht dafür, dass eben Gold sich tendenziell eher auf der Oberseite weiter performt zeigt. Wie gesagt, das käme meinem Portfolio an der Stelle nicht ungelegen, aber nichtsdestotrotz, es begünstigt mein Bild, wie gesagt. Das heißt aber nicht, dass es 100% in Stein gemeißelt sich dann entsprechend so darstellt, auch wenn die Chance dafür verhältnismäßig gut scheint. Euro ist Dollar, Gold. Silber, Bitcoin. Genau, wir wollten noch mal kurz einen Blick werfen hier einmal auf Bitcoin. Hat sich jetzt in der jüngeren Vergangenheit begonnen, so ein bisschen durchwachsener zu präsentieren. Also der bullische Treiber oder der Run auf neue Hochs ist ausgeblieben. Wir hatten ja am Mittwoch noch vor den, oder dann auch post eigentlich, der Inflationszahlen, hatten wir hier nochmal einen Treiber auf neue Allzeithochs gesehen. Aber dann haben wir eben jetzt begonnen, so ein bisschen so eine Top-Out-Struktur hier an dieser Stelle auszubilden. Und sehen bis dato jedenfalls kein weiteres bullisches Momentum. Also wir haben dann tatsächlich sogar einen recht scharfen Push auf der Unterseite gesehen. Da hat man gesehen, das ist auf den gesamten Wachstumsbereich diese anziehenden Zinsen durchgeschlagen. Also das war durchaus ein Moment, da musste man schon mal so ein bisschen, da durfte man nicht nervös werden. Das war fast ein Pull-in hier von 10% in wenigen Stunden in den US-Schluss hinein. Und dann auch dieser leichte Mini-Ausverkauf in Anführungsstrichen im Tech-Bereich oder im Wachstumsbereich generell, in Wachstumstiteln, der sich dann auch in Bitcoin wieder gespiegelt hat. Wir haben uns von diesen Abschlägen nie wirklich erholen können, aber wir haben ein klares Level, wo wir von weiteren Aufschlägen ausgehen dürften jedenfalls, kurzfristig. Und zwar wäre das hier diese Region, würde ich sagen. Das ist so dieser Bereich 65.500 ungefähr. Wenn es gelingt, diesen Bereich zurückzuerobern, dann wäre das nochmal ein Wegbereiter für potenzielle Attacke auf die 69.000er, vielleicht dann die 70.000er Region, vorausgesetzt natürlich, dass es gelingt, hier diese Region um 66.000 Aufschlusskursbasis nach Möglichkeit rauszunehmen. Also sprich, wir hätten zwar ein erstes positives Signal gesendet, sofern wir 65,5 überschreiten könnten. Ich wollte aber einen Schlusskurs oberhalb von 66 zu sehen bekommen, um zu sagen, dass jetzt potenziell erstmal kurzfristig ein Boden drin ist. Und bleibt abzuwarten, ob das gelingt. Wie gesagt, sollte es hier zu einem Unterschreiten dieser Übertreibungstiefs von Mittwoch kommen, dann wäre denkbar, dass Bitcoin erstmal einen etwas tieferen Pull-in sieht, der uns in Richtung hier der 60.000er-Region nochmal führt. Ich will mal ganz kurz hier gucken. Können wir damit arbeiten?
ist auch, naja, es ist aus der Perspektive auch ein ganz interessantes Szenario eventuell. Sollten wir hier nochmal einen kurzen Flush sehen, aber diesen Tiefs nicht überwinden oder unterschreiten können, könnte sogar die 62.500er Region für einen ersten kleinen Aufbau einer Long-Position ganz interessant sein. Gegen diesen Bereich Stop-Läge, dann ja wahrscheinlich so um 60 sogar, vielleicht so in diesen Gefilden. Dann haben wir ungefähr 2.500 Dollar Risiko. An der Stelle aufdrehen, sofern es zu einem Bruch bzw. Schluss oberhalb kommt. Wir haben durch den Entry aber gegen die hier 62er Region natürlich einen attraktiveren Average an der Stelle und würden dann auf der Oberseite eben auf die 69 gehen. Also, ich zeichne das mal ganz kurz ein. Moment. Also, aufsetzen auf diesen Bereich. Das ist ungefähr 62,5. Stopp der ganzen Angelegenheit hier unterhalb der 60. Ja, das wäre das Risiko. Also das heißt, wir haben hier ein R an der Stelle von 2.500 Dollar. So. Sehr gut. Und dann würden wir auf eine Gegenbewegung spekulieren, sofern die stattfände. Wenn wir hier so etwas zu sehen bekommen, möglichst ein Close oberhalb der, an der Stelle ist es was haben wir da oben? 65. Da würden wir die nächste Position draufsatteln. Hätten, wenn das jeweils zu 50% stattfinden würde, also ich nehme 62,5, nehme ich die erste Hälfte der Position, sagen wir mal, ein Kontrakt, den zweiten Kontrakt hole ich hier drauf, dann habe ich einen Average an der Stelle von 1063,75. Das ist mein Durchschnittspreis. Stopp der ganzen Angelegenheit könnte an der Stelle wahrscheinlich schon hier auf die dann 62,5 wandern an der Stelle. Das heißt also, ich habe ein Restrisiko auf den Trade von 1,250. So. Und würde auf der Oberseite dann darauf gehen, dass es hier entsprechend die Attacke mindestens auf diese Region um 69 gäbe, beziehungsweise Bruch höher an der Stelle. 69K. Und da kann man erkennen, da haben wir eine Chance von 5.250 ungefähr, ne? Mindestens 5.250 an der Stelle, was dann wiederum hier bei dem Risiko von 2,50 dazu führen würde, dass wir ein CRV hätten von 4 zu 1, fast 5, ein bisschen besser, 4 zu 1, größer 4 zu 1 an der Stelle. Also das wäre auch schon ein ganz interessantes am Szenario, was man dort hier für den Kryptobereich für Bitcoin eben skizzieren könnte. Ja, entschuldigt bitte, das sieht ja aus, mein Gott. Ja, also ich hoffe, man kann das auch kennen, was ich jetzt hier gemacht habe. Ja, das ist normalerweise nicht so meine Art, das ist aber dann so, ja, normalerweise strukturiere ich das ein bisschen besser. Das sieht normalerweise ein bisschen sauberer aus, wenn ich solche Szenarien formuliere. Ja, gut. Ja, das wäre es soweit meinerseits tatsächlich gewesen. Soweit fürs Morning Meeting. Dann schauen wir mal, ob, wie gesagt, Gold, Silber gegen diese Region aufdrehen. Wie gesagt, heute Nachmittag Jolts um 16 Uhr könnte ein möglicher Treiber sein, sofern, mal schauen. Also ich will es nicht überbewerten, aber es ist auf jeden Fall etwas, das sollte man im Hinterkopf behalten. Und ja, nunmehr wäre es das eigentlich meinerseits gewesen. Soweit, also meinerseits, happy trading, pass auf die Stops auf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal. Wir hören uns wieder am Montag, 10:30 Uhr zum Morning Meeting. Und ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes, erholsames Wochenende. Wie gesagt, passt auf eure Stops auf. Wir lesen voneinander natürlich heute noch im Laufe des Tages, spätestens in der Discord-Community, wenn entsprechende Einzeltitel sich dann doch noch präsentieren. Da werde ich auf jeden Fall noch zwei, drei Gedanken formulieren. Und ja, wir hören uns am Montag. Ich freue mich. Habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.